Hallo ihr Lieben, hallo alle zusammen. Heute startet eine neue Playlist von uns zum Thema Verhütung. Wir werden euch nacheinander die verschiedensten Verhütungsmittel in einzelnen Videos vorstellen und starten heute mit einem Video zum Zyklus. Es ist nämlich wichtig, den Zyklus zu verstehen, um zu verstehen, wie eine Schwangerschaft entstehen kann, wie man eine Schwangerschaft verhindern kann und wie Verhütungsmittel funktionieren können. Also, macht's euch gemütlich, nehmt euch ein bisschen Zeit und los geht's. Der Zyklus ist etwas Wiederkehrendes, ist ein Kreislauf. Der Zyklus wird immer berechnet vom ersten Tag der Periode bis zum letzten Tag vor der nächsten Periode. Wir verwenden jetzt hier den Begriff Periode, obwohl es ganz viele verschiedene Worte dafür gibt. Zum Beispiel Menstruation, die Tage haben, Erdbeerwoche. Aber um leichter verständlich zu sein, verwenden wir jetzt den Begriff Periode. Es gibt Personen, die haben einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus. Die können fast die Uhr danach stellen. Dann gibt es aber auch Personen, die haben einen sehr unregelmäßigen Zyklus. Ganz besonders junge Personen haben oft einen sehr unregelmäßigen Zyklus. Es gibt Personen, die haben einen sehr langen Zyklus und es gibt Personen, die haben einen sehr kurzen Zyklus. Die Länge des Zyklus ist sehr, sehr individuell und es kann sich auch immer mal verschieben, weil da äußere Faktoren eine Rolle spielen. So kann es zum Beispiel sein, dass Stress oder Medikamenteneinnahme oder aber auch Reisen, sowas wie ein Jetlag, dazu führen, dass sich der Zyklus völlig verschiebt. Zum Zyklus gehört nicht nur die Periode, sondern auch der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und der Eisprung. Und Miriam zeigt euch jetzt näher im Detail, wie so ein Zyklus funktioniert. Um uns den Zyklus ein bisschen genauer angucken zu können, haben wir hier unser Zyklusband liegen. Ich habe in dem Fall jetzt einen Zyklus von 28 Tagen eingestellt. Hier kann man sehr schön sehen, dass das was Wiederkehrendes, also was Rundes ist. Und Annika hat das gerade eben ja schon gesagt, der Zyklus startet mit dem ersten Tag der Periode. Für die Periode haben wir hier diese roten Plättchen. Und hier ist jetzt der erste Tag der Periode. Die Periode dauert von Person zu Person unterschiedlich lang. Wir machen jetzt einfach mal eine Periodendauer von 4 Tagen. So, das ist ein Zyklus von 28 Tagen, den ich jetzt vorher eingestellt habe. Das bedeutet, wir fangen hier an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Also der letzte Tag vor der neuen Periode wieder. Um jetzt den Eisprung bestimmen zu können, also zu wissen, wann das Ei springt und wann ungefähr die Chance besteht, schwanger zu werden, müssen wir rückwärts rechnen. Das heißt, für uns ist wichtig der erste Tag der nächsten Periodenblutung. Und der Eisprung ist ungefähr 14 Tage davor. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also ist hier das Ei gesprungen und das Ei überlebt ungefähr, Pi mal Daumen, 24 Stunden. Und das kann sich mal über 2 Tage verteilen. Also kleben wir hier noch einen zweiten Button hin. Das bedeutet, wir haben hier die Periode, hier den Eisprung. Wenn man jetzt während seines Zyklus ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, dann kann es ja sein, dass Sperma in die Gebärmutter gelangt. Da ist wichtig zu wissen, dass Sperma ungefähr 5 bis 7, manchmal auch länger, Tage überleben kann in der Gebärmutter, weil die sich da unheimlich wohlfühlen. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, dass diese Person zum Beispiel hier ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, dann sind hier die Spermien in die Gebärmutter eingedrungen und die können 5 bis 7 Tage überleben. 1, 2, 3, 4, 5, wir machen mal 7 Tage, dann haben wir die volle Dauer, die die Spermien schaffen. Genau, und so kann man eigentlich ganz gut sehen. Man hatte hier ungeschützten Geschlechtsverkehr, die Spermien überleben in der Gebärmutter, hier springt das Ei und das bedeutet, dass so eine Schwangerschaft entstehen kann. In Schulveranstaltungen werden wir immer wieder gefragt, ob es auch möglich ist, schwanger zu werden, während man seine Periode hat.
Und um euch das näher darzustellen und zu zeigen, zeigen wir euch jetzt nochmal einen kürzeren Zyklus von nur 21 Tagen. Genau. Dafür haben wir hier jetzt wieder unser Zyklusband liegen und wir starten wieder mit dem ersten Tag der Periode. In diesem Fall haben wir jetzt hier eine Person, die 5 Tage lang ihre Periode ungefähr hat. Dafür kleben wir 5 rote Plättchen hier hin. So, damit ihr auch einmal seht, dass es 21 Tage sind, zähle ich einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und hier würde dann jetzt wieder der nächste Zyklus starten mit dem Beginn der nächsten Periode. Wenn wir jetzt wieder den Eisprung feststellen wollen, haben wir vorhin schon gehört, 14 Tage zurückrechnen. Das bedeutet, hier ist der Tag der nächsten Periodenblutung und wir gehen jetzt 14 Tage zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann ist hier der Eisprung gewesen für diesen Zyklus und wir erinnern uns an die 24 Stunden Überlebensdauer der Eizelle. Das bedeutet, es kann mal über 2 Tage sein, kleben wir 2 hier hin. Da seht ihr jetzt schon, dass der Eisprung schon ziemlich nah an der Periode dran ist. Und wenn man weiß, dass Spermien 5 bis 7 Tage in der Gebärmutter ungefähr überleben können, dann sieht man schon, dass das problematisch werden könnte, wenn man nicht schwanger werden möchte. Wir sagen bei der Person jetzt einfach, die Periode ist zum Ende ein bisschen schwächer geworden und deswegen hatte sie im letzten Tag wieder Lust auf Sex und kleben deswegen hier das erste Sperma hin. In diesem Fall natürlich ungeschützten Geschlechtsverkehr. Und die überleben dann 5 Tage diesmal nur, in Anführungszeichen, was ja trotzdem in diesem Fall lang genug ist für eine mögliche Schwangerschaft, weil hier die Spermien auf die Eizelle treffen können. Das bedeutet, auch während man seine Periode hat und ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, kann man tatsächlich schwanger werden, wenn man einen sehr kurzen Zyklus hat. Grundsätzlich ist es natürlich überhaupt gar kein Problem, während man seine Periode hat, Geschlechtsverkehr zu haben. Nur muss man sich dann auch Gedanken um Verhütung machen. So, abschließend wollen wir euch nochmal ein paar Eckpunkte und wichtige Fakten zum Thema Zyklus zusammenfassen. Genau, wir haben gesehen, dass ein Zyklus sehr individuell ist und unterschiedlich lang sein kann. Wir haben gesehen, dass es möglich ist, auch schwanger zu werden, wenn man Geschlechtsverkehr während der Periode hat. Und ganz wichtig, wir haben gesehen, dass der Eisprung immer vor der Periode stattfindet. Das bedeutet, dass jemand, der noch nie seine Periode hatte, durchaus vorher schon einen Eisprung haben kann und vorher schwanger werden kann. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt oder irgendwas unklar ist, dann dürft ihr euch natürlich gerne jederzeit bei uns melden. Dann versuchen wir da nochmal drüber aufzuklären. Und in den nächsten Videos werden euch jetzt Verhütungsmittel erwarten, wie man diese einnimmt und wie diese auf den Zyklus im Prinzip einwirken können.